Hey Kinder, was geht ab? Mario, was bisher geschah? Wir haben die Welt 1 durch. So, das ist eine Reset-Tür. Ich kann mich hier festhalten. Ich weiß auch nicht warum. Ne, mal schauen, okay. Yeah. Oh, eine Feder, das ist ja super. Nimm das Cape und benutze Marios neue Techniken, um durch das Level durchzukommen. Okay, also wir müssen hier fliegen. Oh je. Okay. Okay, ich finde die Musik ein bisschen komisch. Wisst ihr, die kam mir schon ein paar Leveln vor. Weil ich finde, das ist mehr so eine... Ich weiß ja nicht mal, aus welchem Spiel sie stammt, um ehrlich zu sein. Aber es erinnert mich mehr an eine Overworld-Musik als eine tatsächliche Level-Musik. Wisst ihr, weil die ist so... Kurz? Na, so kurz ist jetzt auch wieder nicht, aber... Irgendwie ist die so, na, ich weiß nicht, zu simpel für eine Levelmusik. Das ist echt schwer zu beschreiben. Okay, war Münzen, das finde ich auch echt super. Ich könnte jetzt auch hier weiter abfliegen, aber ich gucke mich mal hier erstmal noch ein bisschen um. Oh, ah, okay, erkenne die Schwierigkeit, dass man da sterben konnte. Ja. Oh, wie kriege ich denn das Leben? Ach, natürlich, ich weiß, wie man dieses Leben bekommt. Man muss hier mit diesem Sturzflug her. Nicht, dass mich das jetzt interessiert, aber... Wow. Naja, okay. Es ist ein bisschen schwierig. Okay, scheiß mal da drauf. Da würde ich noch eine Feder kriegen, aber ich glaube auch nur, wenn ich klein bin. Okay. Das sind aber schon einige Reset-Türen. Nicht Türen. Röhren natürlich. So, anscheinend findet es hier langsam ein Ende. Das nehme ich hier mal... Cool, dass man so coole Tricks damit machen kann. Muss ich da runter jetzt? Scheiße, jetzt sehe ich ja gar nichts. Okay, scheiß drauf, wir gehen einfach hier rein. So, aber trotzdem würde ich gerne die Feder behalten. Okay. Boah, das Bild ruckelt so. Seht ihr das gerade? Also, jetzt wo Mario so am... Weiß nicht, das hat so komisch mitgescrollt gerade. War komisch. Was soll's. Okay. Ich glaube, das ist wieder ein großes Level, weil es dauert lange, bis das Level anfängt. Der vielleicht gemerkt gerade, das hat schon ein bisschen gedauert. Pass auf die Buzzy Beetles auf. Wenn du nicht getroffen werden willst, also das Risiko eingehen willst, dann solltest du einen Cape-Feder mitnehmen. Okay, habe ich ja. Wow, ha, so macht man Gegner fertig. Eigentlich auch voll die Logik, so wisst ihr? Wenn Mario rutscht, macht er alles platt. Fliegt mir was auf den Kopf, ich mach's platt, weil ich bin ja gerade in der Rutschstellung. Naja, so ist das halt. So, Mario ist unberechenbar, ist unaufhaltsbar gerade. So, ich glaube, da unten würde ich aber sterben, oder? Nee, gar nicht. Da kann ich her. Vielleicht muss ich das ja sogar auch. Also, hier ist erstmal der Checkpoint. Jetzt haben wir leider die schöne Musik unterbrochen. So, ich denke mal... ganz viele Sachen, wo ich mir theoretisch Münzen sammeln könnte. Aber jetzt habe ich irgendwie aus Versehen das ganze Level überflogen. Naja, was soll man machen? Toll. Das war komisch. Okay, wir haben aber noch eine Feder jetzt. Das ist schon eine gute Sache. Level ist vorbei. Und das nächste hat ein Secret. Auch das lädt so lange, das Level. Vielleicht liegt es auch an der Musik. Ich glaube, das liegt an der Musik manchmal, dass es so lange lädt. Wow. Ich meine, das letzte Level und dieses Level hat ja Originalmusik aus Donkey Kong Country verwendet. Und das ist natürlich dann, vielleicht braucht dann ein Super Mario World Tag, der einen von einem ganz anderen Spiel Musik verwendet. Vielleicht auch ein bisschen länger dann, um das dann zu laden oder so. Ich kenne mich jetzt auch nicht so genau damit aus, aber ich glaube, so ist das halt. Ich hätte einfach drüber rennen können. Naja, was soll ich... Was soll man machen? Da oben war ein Pilz. Ach du Scheiße. Werde ich denn das jetzt schaffen sollen, ohne zu fliegen? Okay. Bin mal froh, dass ich es jetzt einfach mal hinbekommen habe. So. Aber wir kommen jetzt ziemlich flott durch. Ach, warte mal, das Secret. Habe ich ganz vergessen, dass es das Level in Secret Exit hat. Okay, wir müssen weitersuchen. Ist noch nicht vorbei.
So, das würde mich so abseits in dieses eine Level da führen. Da wäre ich mal sehr gespannt drauf. Aber irgendwie muss man auch dahin kommen. Also, ich suche. So, ich denke mal nicht, dass es hier oben ist. Tja, und hinterher ist dann die ganze Zeit der Schlüssel. Der Schlüssel da versteckt. Wow, 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 mach nicht das. Alter, oh. Ja, wie geht's jetzt hier weiter? Ach so, okay. Ich habe eine kleine Theorie, wo ich hier lang könnte. Nämlich da, wo dieser Pilz da oben war am Ende. Vielleicht kann man ja da weiter oder so, wisst ihr? Weiß ich ja nicht. So, jetzt renne ich einfach drüber. Das ist dann viel weniger unangenehm. Ach so, da kommen auch die Dinger da hoch noch. Das ist ja Wahnsinn. Okay, es hat eigentlich genau nur gemacht. Okay, es hat echt von jeder Hinsicht was Schlechtes gehabt. Erstmal, ich habe mein zweites Cape verloren und ich habe mein erstes Cape verloren, weil ich nicht mal von der Lava wegkam. Jetzt habe ich keine Power-Ups mehr. Ja, ist ganz schön scheiße, ne? Gut, ich habe diesen coolen Pilz hier, aber scheiß auf diesen Pilz, Mann. Ach Mann, jetzt bin ich echt traurig. Oh, das war jetzt echt doof, ne? Ich dachte, ich meine, wozu ist dieser Pilz sonst da oben? Soll ich das dann gegenschlagen? Vor allem weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich überhaupt da weiterkommen soll an der einen Stelle, weil ich jetzt kein Cape mehr habe. Es muss ja irgendwie klappen. Guck mal, das Viech lebt da noch. Habt ihr es gesehen? Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, was mache ich denn jetzt? Ach, toll. Ja, super. Nee, es war zu früh. Ich dachte, ich springe genau rechtzeitig. Ich bin am Arsch. Ich kann es nicht anders sagen. Ich komme jetzt hier kaum noch voran und ich komme ja auch bestimmt nicht mehr nach zurück und habe keine Ahnung, wo es den Secret Exit gibt. Ich gehe jetzt einfach mal links entlang. Gucken, ob ich hier irgendwo fündig werde. Aber allgemein gesehen bin ich schon am Arsch, ja. Da oben vielleicht. Ah, da ist nur dieses Ding. Wahrscheinlich. Ja. Oh Mann, was für eine Enttäuschung. Oh, jetzt muss ich hier wieder warten, bis ich da weiterkomme. Oh Mann, was für ein Horror. Sonst komme ich ja durch das Spiel wie nix, aber hier endet der Spaß. So, wenn ich mich nicht täusche, ja, ist das wieder der Levelanfang. So, jetzt gehen wir mal da hoch, wenn es sein muss. Oh, verdammt, da war tatsächlich der Schlüssel. Das war ganz schön blöd von mir jetzt. Einfach von auszugehen, nein, nein, das ist ganz am Anfang da oben, weil da wird schon nichts sein. Aber ein Schlüsselloch, das ist nämlich, könnte sehr fies versteckt sein. Aus folgendem Grund. Das Ding ist schwarz. Und das meiste Hintergrund in diesem Level ist auch schwarz, also gar nicht mal wirklich zu sehen. Das könnte rein theoretisch echt überall sein. Trotzdem vermute ich, es ist die Stelle, wo der Pilz ist. Irgendwie. Aber das Problem ist, wenn ich das ja ausprobiere, wisst ihr, und das dann irgendwie schief geht, dann habe ich wieder nichts. Dann habe ich wieder alles verloren. Das ist echt ärgerlich. Und wenn ich jetzt sterbe, dann sterbe ich auch wieder ohne. Also dann ist der Schlüssel weg wieder, wisst ihr? Auch ärgerlich. Also egal wie ich es drehe und wende, das ist eine unangenehme Angelegenheit. So, seht ihr da rechts, das Viech, das lebt da tatsächlich noch, wenn es in die Lava läuft. Deswegen kann ich auch da von da abspringen, aber diesmal mache ich das mal nicht. So, habt ihr ein Schlüsselloch gesehen? Ich habe es überhaupt nicht gesehen. Schwarz auf schwarz. Jetzt komm raus. Jetzt. Ach so, ist das hier gedacht, oder was? Ach so, okay, so komme ich hier zumindest durch. Oh, ich sehe es. Ach, da oben ist es. Ganz oben rechts. Okay. Ah, das habe ich echt eben übersehen. Okay. Ja, das gibt einem ein gutes Gefühl. Wenn es wirklich ein hartes Secret Exit war, dann kommt es auch wirklich verdient vor. Blue Palace.
Für einen blauen Switch Palace? Okay. Dieses Gebäude enthält ein Priceless Hidden Treasure. Eine Truhe. Kannst du sie finden? Eine unbezahlbare Truhe. Okay, Moment. Vielleicht lesen wir noch die Infobox vorher. Erinnerst du dich, wie die Reset-Pipes funktionieren? Sie werden jetzt sehr nützlich sein. Okay. Behalten wir das mit dem Kopf. Okay, ich glaube, ich habe schon verkackt, oder? Das ist ein Rätsel auf jeden Fall. Ich habe noch nie... Ah, doch, jetzt habe ich es, glaube ich, raus. So machen wir das. Wir fangen mit zwei P-Switches an. So, den drücken wir. Und dann warten wir hier. Vielleicht mache ich noch den weg, damit ich doch darunter kann, falls ich muss. Ich weiß jetzt nicht. So, und dann holen wir uns schon mal den hier. Das Trampolin, was jetzt auch blau ist. So, dann würde ich zumindest bis nach da hinten kommen. Nein, würde ich überhaupt nicht. Doch, würde ich. Aber bringt mir das auch was? Scheiße, das bringt mir nichts. Das hätte ich nicht tun dürfen. Ja, jetzt habe ich wieder nichts. Oh, das ist ärgerlich. Jetzt habe ich wieder nichts. Ich hätte schon mit dem Dingen vorher abhauen sollen. Oh, Mist. Oh, jetzt habe ich noch mehr verkackt. Er ist... Gibt's doch nicht. Ich hätte einfach darunter gemusst mit dem Dingen. Ah, komm schon. So, machen wir es diesmal richtig. Hoffe ich. Wenn ich jetzt keine irgendwelche Details übersehe. Achso, das zweite. Kriege ich überhaupt das zweite Trampolin noch? Einzig brauche ich das ja. Kriege ich tatsächlich. Und zwar so. So, jetzt habe ich zwei Trampoline. Ist doch schon mal besser, oder? Da können wir auch schon mal was anfangen. Kann ich mir nämlich diese Sachen holen. So, ich muss aber aufpassen, dass ich diesen Koopa-Schell nicht irgendwie zerstöre oder sowas. Oder keine Ahnung was. So, dann kann ich da hoch. Den P-Switch habe ich auch noch. Und die Koopa-Schell habe ich. Ich glaube, die Koopa-Schell kann man wegspawnen. Da muss ich aufpassen. So, wenn ich einmal drüben bin, dann gibt es kein Zurück mehr. Das heißt, ich nehme jetzt die Münzen. Boah, jetzt geht mir mal die Zeit aus. Okay, ich muss schnell handeln. Ja. Fuck, ich wollte keinen Double Grab mehr. Ja, und das wollte ich genau verhindern. Mist, jetzt hab ich verkackt. Ich hätte vorher noch die Münzen aufheben müssen davon. Ja. Ne, wir machen das folgendermaßen. So einfach, ich nehme einen Treffer hin und gehe. Das ist noch die einzige Möglichkeit. Ich hätte noch vorher diese Münzen da oben aufheben müssen. Aber ich habe es nicht geschafft, weil hier war so viel Chaos unterwegs. Das ist der blaue Switch Palace. Das ist doch gar kein Switch überhaupt. Na toll. Boah, zum Glück konnte ich noch diesen Pilz nehmen und diesen einen Treffer einstecken. Ey, das wäre jetzt echt frustrierend geworden. Ja, yeah, noch eine Münze dazu. Also eigentlich hat das gar nichts gemacht. Es hat gar keinen blauen Switch getriggert oder sowas. Hm. Es war einfach nur so ein Bonus-Level zusätzlich. Komische Sache, aber was soll's. Wir schreiten unseren Weg voran und zwar im nächsten Part machen wir in Pixelland weiter. Das klingt sehr interessant, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, was da auf uns wartet. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.